Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportschau. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das heute unsere Themen. Große Überraschung. Frankfurterin Steffi Jones wird neue Bundestrainerin der Frauen. Große Erleichterung. Der EC Bad Nauheim verhindert den Abstieg. Wir schauen zurück auf die Saison. Großes Erlebnis. Mittelhesse Felix Wiemers darf bei der Freeride World Tour in Alaska starten und zeigt einen guten Lauf. Wir starten mit Fußball. Nachdem am Wochenende die Nationalmannschaft der Herren mit ihrem Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien im Mittelpunkt stand, waren es heute eher die Frauen mit ihrer Nationalmannschaft, die im Fokus standen. Dort gab es einiges Positives zu berichten, vor allem aus Frankfurter Sicht. Die geballte DFB-Kompetenz, wenn es um das Thema Frauenfußball geht, auf dem Weg zur Pressekonferenz. Denn dort wollte der Präsident Klarheit in die Zukunft der Frauennationalmannschaft bringen. Neue Bundestrainerin ab 2016 wird Steffi Jones. Seit 2005 ist Sylvia Knight Nationaltrainerin und wird es auch noch bis nach den Olympischen Spielen 2016 bleiben. Doch dann übernimmt die Frankfurterin Steffi Jones. Ja, ich habe ein bisschen Vorlauf. Es ist schon etwas herausfordernd, was da auf mich zukommen wird. Aber grundsätzlich hatte ich immer diesen Wunsch. Ich habe sehr oft schon als aktive Spielerin Trainingsstunden gemacht, bin in Schulen gegangen oder auch in Vereinen. Also insofern habe ich da schon die Leidenschaft dafür entdeckt. Und jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt in einer anderen Funktion, also aus der kalten Hose OK-Präsidentin zu werden, war schon schwierig, aber das konnte ich meistern. Und diese vielleicht nicht vorhandene praktische Erfahrung, die wird sich dann auch zeigen, dass das Theoretische, was ich habe, dann eben auch in der Praxis umzusetzen. Und die weltbeste Trainerin habe ich an meiner Seite mit ihrer Assistentin oder Co-Trainerin, also insofern wird es ein guter Start und dann gibt mir einfach die Chance. Diese wird sie bekommen und auch Jürgen Klinsmann war erfolgreich als Bundestrainer, ohne jemals eine Vereinsmannschaft trainiert zu haben. Für DFB-Präsident Wolfgang Niersbach eine richtige Entscheidung. Ja, sie drängt es in den Sport. Hier im Raum ist auch bekannt, dass sie rund um die Weltmeisterschaft 2011 einen super Job gemacht hat, eine glänzende Repräsentantin. Wir haben die Frauendirektion im DFB mit ihr an der Spitze toll ausgebaut. Aber von Zeit zu Zeit habe ich das immer schon mal von ihr gehört. Also ich bin ausgebildete Trainerin, sie hat 2007 ihre Lizenz gemacht und ich möchte auch, mich juckt es ganz einfach, ich möchte Verantwortung im sportlichen Bereich nehmen. Insofern kamen alle Komponenten zusammen. Bei der WM in diesem Jahr und bei den Olympischen Spielen 2016 wird Sylvia Knight noch das Team betreuen. Dann wird sie sich in einer neu geschaffenen Stelle beim DFB um das Scouting im Nachwuchsbereich kümmern. Es soll einfach mal etwas anderes sein. Ich war 14 Jahre Spielerin und Spielführerin. Ich war 9 Jahre Assistenztrainerin unter Tina Theuner. Ich war dann 2016 11 Jahre Cheftrainerin. Und das ist eine lange Zeit und es kribbelt noch in mir. Ich will noch nicht in Rente gehen, ich möchte einfach noch mal was Neues machen. Doch zuvor wollen die Frauen nach 2003 und 2007 ihren dritten Stern und zum dritten Mal Weltmeister werden. Wir wechseln die Sportart und kommen zum Wintersport. Und dort war Felix Wiemers stolz drauf, dass er mit dabei sein durfte beim Tourstop in Alaska. Denn dort durften nur die 16 Besten der Weltrangliste starten. Und auch hier war unser Mittelhesse erfolgreich. Dass Felix Wiemers in Alaska am Start stehen würde, war für ihn vor einem Jahr nicht mehr als ein Traum. Denn hier in Alaska macht die Freeride World Tour zum ersten Mal Station und für dieses Rennen sind auch nur die besten Fahrer der Rangliste qualifiziert.
Der malerische Ort Haines begrüßte die weltbesten Freerider zum vierten Tourstop der Saison mit fantastischem Wetter. Haines liegt im Südosten von Alaska und ist umgeben von gewaltigen Bergen und rauer Natur. Der Wettkampfhang liegt auf 2500 Meter, ist im Durchschnitt 45 Grad steil und die Rider überwinden 750 Höhenmeter. Etwas überraschend, dass der 26-Jährige aus Marburg-Biedenkopf, der im Sommer auch in der ersten Bundesliga turnt, als erstes in die Spur ging. Ich war am Start 1 und der Wille wollte vom Start 2 starten. Er wäre eigentlich als erstes dran gewesen, war aber dann noch nicht ganz fertig, weil der Hike ein bisschen länger war. Und da bin ich halt als erstes gefahren, aber das hat eigentlich nicht viel geändert. Es hat richtig Spaß gemacht, geile Landung, guter Schnee, perfekte Line. Felix Wiemers fand somit einen fast jungfräulichen Hang vor, auf dem bisher nur wenige ihre Spuren hinterlassen hatten. Und er zeigte, warum er in diesem Jahr zu den besten Fahrern der World Tour gehört. Und immerhin ging es für ihn auch noch darum, sich für den letzten Tourstop, dem Finale im schweizerischen Verbier, zu qualifizieren. Denn hier dürfen nur die besten 12 Fahrer ran. Seine Linie gut und die Sprünge sicher. Und zu guter Letzt noch ein Highlight, bevor er dann mit Vollgas in Richtung Ziel raste. Ich bin oben über eine Nase reingesprungen, habe dann noch einen kleineren Jump mitgenommen, einen etwas größeren und unten nach dem langen Powderfeld hatte ich auch jede Menge Spaß, einen coolen Spread Eagle und bin dann mit Gas rausgeheizt. War echt hat richtig Spaß gemacht heute. Felix Wiemers wurde in Alaska Siebter und ist damit als 10. im Gesamtklassement für das Finale in Verbier qualifiziert. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann bleiben wir beim Wintersport und es geht mit folgendem Thema weiter. Große Erleichterung, der EC Bad Nauheim verhindert den Abstieg. Wir schauen zurück auf die Saison, gemeinsam mit dem Geschäftsführer Andreas Ortwein. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow und sprechen jetzt über Eishockey, genauer gesagt über den EC Bad Nauheim. Die Playoffs verpasst, aber dennoch glücklicherweise den Abstieg vermieden. Bei mir der Geschäftsführer Andreas Ortwein. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wie groß ist denn die Erleichterung, dass man sich gegen Kaufbeuren durchgesetzt hat und eben nicht in die Abstiegsspiele muss? Ja gut, die Erleichterung ist natürlich riesengroß. Wir freuen uns natürlich im Prinzip, dass wir jetzt im 6. Spiel in Kaufbeuren die Playdown-Runde gewinnen konnten. Und so hat man natürlich Planungssicherheit und wissen, wir sind in der DL2 auch im nächsten Jahr dabei. Jetzt hatten viele gedacht, wir haben die Playoffs knapp verpasst. Das hätte ja am Ende auch noch klappen können in den letzten drei Spielen. Und spielen dann in den Playdowns gegen den Tabellenletzten. Das hatten sich ein paar von den Fans dann doch relativ einfach vorgestellt. War es aber nicht so wirklich. Gut, also zum einen ist es natürlich so, Playdowns
und oder Playoff-Spiele, egal welcher Gegner dort kommt, das beginnt immer bei 0-0. Die Tabelle ist im Prinzip weggestrichen. Das macht beim Eishockey ja auch alles so attraktiv. Kaufbeuren grundsätzlich, das wussten wir von vornherein schon, hatte sich Wochen schon auf diese Playdown-Runde vorbereitet. Sie konnten natürlich ohne Druck auch an diese Sache rangehen. Wir waren der klare Favorit. Und man hat das gesehen, gerade in den ersten 5 Spielen. Kaufbeuren hatte immer nichts zu verlieren. Und so haben sie auch im Prinzip agiert und kämpferisch agiert. Haben auch das Glück gehabt, ich meine, sie haben ja über 30 Spiele in der Saison mit einem Jugendtorhüter nur spielen können, dann haben sie ihren ersten Torhüter jetzt rechtzeitig wieder fit bekommen und auch in Form, haben die Mannschaft auch noch sinnhaft ergänzt im Januar, waren dann auch jetzt vollständig. Von daher, diese Kaufbeurer Mannschaft, die Playdowns jetzt gegen uns gespielt hat, war sicher nicht mehr mit der von der Saison zu vergleichen. Von daher waren diese 6 Spiele schwer und wir freuen uns, dass wir am Ende als das bessere Team und damit auch der Sieger hervorgegangen sind. Jetzt muss man ja sagen, dann waren ja spielerisch gar nicht mehr so viele Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften. Ist es dann, gerade wenn es um die Playdowns geht und auch möglichen Abstieg, eine reine Kopfsache? Ja, das ist natürlich auch eine Kopfsache, weil ich glaube, unsere Mannschaft war natürlich bis zum letzten Wochenende, eigentlich ja bis zum letzten Spieltag immer noch, war dieser Wunsch innen drin, wir schaffen es noch, wir schaffen es noch, immer auch der Glaube daran. Und dann war natürlich erstmal auch ein paar Tage es schwer, aus den Köpfen der Spieler rauszubekommen und zu sagen, okay, Playoffs nicht geschafft, es geht jetzt nicht um die Richtung nach oben, sondern es geht um die Richtung nach unten. Und das ist ja auch gerade für die ganzen kanadischen Spieler eine völlig neue, also zumindest für die, die jetzt das erste Mal spielen, ein neues Gefühl, weil es ist einfach etwas, was sie aus Nordamerika auch gar nicht kennen. Da gibt es ja keine Playdowns. Und wenn man dann merkt, es geht um die Existenz des Vereins, es ist so extrem wichtig für den Verein, diese Liga zu halten, dann ist der Druck natürlich da. Aber am Ende, unterm Strich, muss man sagen, die Mannschaft hat es jetzt sehr gut gelöst und wir haben nach 6 Spielen den Abstieg vermieden und freuen uns jetzt auf eine neue DL2-Saison. Stichwort, es geht auch um die Existenz. Da muss man sich als Geschäftsführer natürlich auch mit dem Gedanken befasst machen, was passiert, wenn? Oder waren die Gedanken soweit noch nicht? Also die Gedanken ist natürlich klar, wenn man in so eine Playdown-Runde reinzieht, macht man sich natürlich schon mal die eine Gedanke, was könnte sein, wenn das jetzt wirklich das Worst Case eintritt. Dass wir uns jetzt tatsächlich in der Geschäftsstelle hingestellt haben und das Ganze durchgerechnet und überlegt haben, haben wir nicht getan, weil wir alle Energie, die wir hatten, darauf verwendet haben, mit den Spielern zu sprechen, mit den Spielern Zeit zu verbringen, ihnen die Situation zu erklären, ihnen Selbstvertrauen zu geben, ihnen Vertrauen zu geben, den Druck auch ein bisschen auf uns zu nehmen und von den Schultern der Mannschaft runter. Darauf lag der Fokus und am Ende war das auch der richtige Weg. Und jetzt brauchen wir uns mit Oberliga also nicht mehr beschäftigen. Die Fans sind mit Sicherheit dankbar, denn die haben in den letzten Jahren schon einiges, auch gerade was Insolvenzen angeht, in Bad Nauheim mitmachen müssen. Wann starten denn die Planungen, wenn wir jetzt vorausblicken für 2015, 2016? Also es ist im Prinzip so, die Planungen sind im Prinzip schon eigentlich viele Wochen am Laufen. Also man muss ja im Prinzip parallel zu einem Saisonbetrieb schon drüber nachdenken, was können wir nächste Saison verändern, was können wir machen. Alle Mannschaften sind ja im Prinzip schon dran, den Spielermarkt zu beobachten, Veränderungen herbeizuführen, so tun wir das natürlich auch. Jetzt aber natürlich mit dem Tag des Saisonendes geht es natürlich los. Die Lizenzierungsunterlagen müssen wieder zusammengestellt werden, die Sponsorenverträge für kommende Saison fixiert werden. Wir müssen wieder in den Dauerkartenverkauf einstellen, den Fan auch davon überzeugen, mit einer guten Zusammenstellung von der Truppe entsprechend da auch einfach das Thema weiterhin mitzuziehen, weil das sind ja wesentliche Merkmale für uns in Bad Nauheim, um Zweitliga-Eishockey zu forcieren. Es stehen die ganzen Versammlungen mit dem Deutschen Eishockeyverband und auch mit der ESBG selber, also mit der DL2 an. Das sind sehr, sehr viele Termine die nächsten 8 Wochen. Von daher kommt jetzt alles, aber keine Langeweile auf. Das hört sich auf jeden Fall so an, dass keine Langeweile aufkommt. Muss man sagen, dass jetzt mit dem Ende der Saison die Hauptarbeit für den Geschäftsführer erst anfängt? Also es gibt eigentlich keine ruhige Zeiträume, gibt es eigentlich nie. Aber jetzt ist es schon natürlich diese Zeiträume, April, Mai sind schon 2 sehr, sehr wichtige Monate, wo die Weichen natürlich gestellt werden, wo wir natürlich gucken müssen, dass wir gerade im sportlichen Bereich den einen richtigen Transfer auf den Weg bringen, wo wir im Prinzip im wirtschaftlichen Bereich die Sponsorenverträge auf den Weg bringen. Also von daher ist es schon eine sehr, sehr entscheidende Phase. Und von daher doppelt schwierig, weil nach einer doch langen und harten Saison, die auch einen oder anderen Nerven gekostet hat, ist es dann natürlich nicht einfach. Aber am Ende mit dem Ausblick, vielleicht im Sommer dann auch mal ein paar ruhigere Wochen zu haben, denke ich, und jetzt auch mit dem Schub eben den Abstieg vermieden zu haben und wieder DL2 dabei zu sein und sich auf diese kommende Saison zu freuen, das Vergangene abzuhaken und jetzt wieder nach vorne zu denken, das gibt schon die Kraft für die gesamte Organisation, jetzt da wieder voranzuschreiten. Wir wollen jetzt nochmal einen Rückblick machen auf die Saison 2014. 2015. In den abgelaufenen 52 Spielen hätten die Roten Teufel nur ein einziges Mal mehr Glückwünsche entgegennehmen müssen, als selbst Gratulant zu sein.
denn am Ende fehlte zur Teilnahme an den Playoffs nur ein einziger Sieg. Aber 16 Siege nach regulärer Spielzeit in einer ganzen Hauptrunde war dann doch etwas zu wenig. Top war das Team aus Bad Nauheim dagegen in der Overtime. Mit 8 Siegen in der Verlängerung ist Bad Nauheim Liga Primus. Doch vor allem der Start mit 4 Niederlagen in Serie war alles andere als gut. Erst der Derby-Sieg in Frankfurt brachte Punkte auf das Konto der Kurstädter. Dass wir die ersten 3 Spiele verlieren, war nicht geplant. Ein Derby zu Hause gegen Kassel tut natürlich nochmal doppelt weh. Und da kam uns das Spiel heute eigentlich fast gelegen. Und ich denke, das war das Beste, was passieren konnte. Und jetzt, denke ich, hat sich das Blatt gewendet und jetzt können wir mit der Siegesserie anfangen. Und dann gab es noch den Fall Patrick Strauch. Der Kapitän wird in erster Instanz vom Amtsgericht Düsseldorf zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Vor 2 Jahren beim Oberligaspiel in Ratingen war Strauch von gegnerischen Fans bedrängt worden und hatte einen Rentner so unglücklich geschubst, dass dieser die Treppe runterstürzte und sich schwer verletzte. Der Verein geht in Berufung. Wir sind sicher, dass Patrick das, was da passiert ist, auch im Sicherheitsbereich, muss man dazu sagen, wo eigentlich kein Fan der Heimmannschaft etwas zu suchen gehabt hätte. Das sollte eigentlich nicht sein, darf nicht sein. Wir bedauern sehr, dass da jemand zu Schaden gekommen ist, aber Patrick Strauch in dem Maße dort anzulassen, ist aus unserer Sicht nicht richtig. Was in der aktuellen Saison gut lief, war die Arbeit der Special Teams. Sowohl in Unterzahl als auch in Überzahl liegen die Kurstädter jeweils auf Rang 5 der Statistiktabelle. Auch der Sieg gegen den amtierenden deutschen Meister aus Bremerhaven im Penalty-Schießen wurde an diesem Tag zwar zu Recht gefeiert, brachte aber nicht den erhofften Befreiungsschlag. Im letzten Spiel der Hauptrunde gegen Ravensburg war klar, trotz des Sieges waren die Playdowns nicht mehr zu vermeiden. Das letzte Spiel der Saison, ein Spiegelbild für das ganze Jahr. Ja, natürlich. Ich glaube, das war das Spiegelbild der ganzen Saison. Ich glaube, wir haben insgesamt einfach zu wenige Tore geschossen und zu einfach die Tore bekommen. Und einfach nur bitter. Einfach nur bitter. So mussten sich die Roten Teufel noch einmal für den Kampf gegen den Abstieg motivieren. Doch daran sollte es nicht scheitern. Ich glaube, an der Motivation soll es nicht hadern, weil da geht es um Arbeitsplätze. Das muss sich jeder bewusst sein. Und es ist eine 50-50 Chance. Wir haben gegen Kaufbeuren zwar 4-mal gewonnen, aber 3-mal in Overtime. Also es wird ganz ein hartes Stück Arbeit. Und Kaufbeuren wurde der erwartet schwere Gegner. Aber letztendlich konnte sich Bad Nauheim mit 4:2 durchsetzen und somit den Klassenerhalt sichern. Das war also die abgelaufene Saison. In Ihren Augen eine erwartet schwierige Saison oder doch eher eine verkorkste Saison? Also verkorkst ist es, sehe ich am Ende sehe ich das nicht so. Es ist sicherlich eine sportlich durchwachsene Saison. Nichtsdestotrotz haben wir für Bad Nauheim natürlich auch wieder das eine oder andere vorangebracht. Wir haben Dinge im Stadion verändert, infrastrukturell, und haben uns auch in gewisser Hinsicht in der Organisation entwickelt. Also von daher verlorene Zeit oder verkorkst würde ich das auf keinen Fall bezeichnen. Denn so eine DEL2-Saison ist ja für Bad Nauheim auch unterm Strich immer noch trotzdem was Tolles, weil man sieht ja die Menschen auch in den Playdowns jetzt, wie sie mitgelitten haben, wie sie mitgefiebert haben, wie sehr sich die Menschen danach sehnen. Wirklich, diese Sehnsucht ist immer noch da. Sie wollen Zweitliga-Eishockey. Und von daher ist unterm Strich natürlich eine Enttäuschung da, dass wir das uns gesetzte Ziel, Pre-Playoff minimal, da nicht erreicht haben. Aber unterm Strich ist der Klassenerhalt das Wichtige, was unterm Strich dasteht. Und von dem lässt sich aufbauen. Und dann können wir die nächste Saison wieder neu angreifen. Der Start in die Saison, zumindest was rein die Derbys angeht beispielsweise, gegen Frankfurt war ja richtig gut. Die ersten beiden Derbys gegen Frankfurt, Sieg in Frankfurt und auch Sieg zu Hause gegen Frankfurt. Das ist natürlich auch was die Fans begeistert. Ja, klar. Also ich sag mal, Derby-Siege sind immer Siege, die Fans einer Mannschaft oder der Organisation, dem EC, natürlich doppelt honorieren. Das ist in Frankfurt, glaube ich, nicht anders als auch in Bad Nauheim. Aber schlussendlich, am Ende haben wir nur 74 Punkte gehabt. Ob die jetzt in den Derbys geholt worden wären, ich glaube, jeder hätte auf alle Derby-Siege verzichtet, wenn man am Ende 77 gehabt hätte und dann die Playoffs gemacht. So gesehen, glaube ich, sind das natürlich emotional wichtige Spiele innerhalb der Saison. Unterm Strich, dass es am Ende nicht mehr ganz gereicht hat, ist schlichtweg einfach so. Wir wissen für uns selber natürlich auch, dass wir mit dem einen oder anderen Leistungsträger vielleicht nicht so ganz zufrieden waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Die physische Präsenz, die vielleicht erforderlich war, gerade auch in den entscheidenden Spielen, auch unter anderem ja die Niederlage gegen Frankfurt zu Hause, 3-4 Spieltage vor Ende. Das war natürlich am Ende Gründe, warum wir vielleicht nicht unter den ersten 10 waren. Da gibt es wieder noch viele, viele andere Kleinigkeiten. Da haben wir jetzt genug Gelegenheit, die nächsten 18 Tage das in Ruhe zu analysieren, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und dann für die kommende Saison eben wieder neu anzugreifen.
Was soll sich denn oder was muss sich denn in Ihren Augen ändern zur kommenden Saison? Gut, ich denke, also vom Grundansatz ist es so, wir müssen uns einer Sache natürlich auch das Bewusstsein im Umfeld schärfen. Die Liga ist sehr stark geworden. Frankfurt und Kassel sind keine klassischen Aufsteiger. Das sind Clubs, die ehemalige DEL-Umfelder haben. Ja. Auch Landshut, Bietigheim, Bremerhaven. Das sind sehr, sehr viele Mannschaften. Wir können sicherlich als Bad Nauheim, als eine kleinere Stadt, mit denen phaseweise in gewissen Saisonabschnitten mithalten. Insgesamt, um da oben in die Top-Teams reinzukommen, fehlt uns sicherlich noch einiges. Das ist nicht nur die Wirtschaftskraft, sondern auch so insgesamt von der Organisation müssen wir, denke ich, da noch einiges tun. Rein sportlich werden wir sicherlich darauf hinarbeiten, auch gemäß unserer Agenda 2020, wo wir ja aufgestellt haben für den Gesamtclub. Wir werden sicherlich ein Stück weit eine Verjüngung des Teams herbeiführen, das heißt junge Spieler holen, die vielleicht auch noch den größeren Teil ihrer Karriere vor sich haben, die einfach hungrig sind, die in dem Umfeld in Bad Nauheim, wo es familiär ja. zugeht, etc. wachsen können und die einfach herwollen. Und das ist uns ja jetzt auch mit den Transfers oder so, einen Transfer haben wir ja schon getätigt mit dem Andreas Pauli jetzt, der aus Riesersee kommt, das ist ein junger Spieler, der DEL-Optionen absolut in vielfacher Form gehabt hat, der sich aber jetzt für Bad Nauheim bewusst entschieden hat, weil er ihm einfach zu Ohren gekommen ist, dass er hier eine Entwicklungschance bekommt, dass er Spielchancen bekommt, dass er hier Verantwortung übertragen bekommt, nicht wie in der DEL, wo er vielleicht möglicherweise in der vierten Reihe versauern würde. Ja. Und das Gleiche gilt ja für unseren Spieler Tim May, mit dem haben wir auch unseren Vertrag verlängert. Tim hat dieses Jahr eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, ist unserem Nachwuchs entstanden, kommt jetzt aber auch in eine Altersstruktur, ist jetzt kein U23-Spieler mehr, von dem man ja eine gewisse Anzahl haben muss, aber trotzdem schenken ihm das Vertrauen, denn er hat in dieser Woche nicht nur, sondern jetzt in den letzten Wochen, in dem ganzen Jahr gezeigt, dass er das Vertrauen rechtfertigt und er ist genau das Beispiel derer, dem hoffentlich in den nächsten Jahren noch viele folgen sollen, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die es wirklich schaffen, sich im DL2-Kader zu etablieren und das wird sicherlich ein Teil des Weges sein, gepaart mit sicherlich dann der richtigen Besetzung der Ausländerpositionen und dann sind wir ja gar nicht so weit von Playoffs weg gewesen. Haben wir ja ein paar erfahrene und auch aus unserer Sicht wichtige Leistungsträger der Mannschaft schon unter Vertrag. Dann werden wir ab der neuen Saison wieder vom Neuen darum kämpfen, den Anschluss an die hessischen Konkurrenten wiederherzustellen. Und damit sind wir schon bei der Planung für die kommende Saison. Da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Wir machen erst eine zweite Werbepause. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow und sprechen weiter über den EC Bad Nauheim. Nach der Saison ist vor der Saison. Wie sehen denn die aktuellen Planungen für die kommende Saison aus? Also wie sieht aktuell jetzt schon der Kader aus und wie sieht die Trainerfrage aus? Gut, im Prinzip zur Trainerfrage haben wir ja im Prinzip schon auch vor den Playdowns gesagt, wir werden jetzt erstmal die Playdowns spielen und werden uns dann nach der Saison 2-3 Tage Zeit nehmen. Der Vertrag von Petri Kujala läuft zum 30.04. dieses Jahres aus. Wir hatten ja einen Jahresvertrag geschlossen. Und Petri ist jetzt übers Wochenende auch ein paar Tage in Nürnberg zu Hause gewesen, hat einfach auch mal ein bisschen Abstand gewonnen. Er ist jetzt heute nach Bad Nauheim zurückgekommen und wir werden uns in den nächsten Tagen da mit ihm zusammensetzen, in Ruhe die Saison analysieren und dann die entsprechenden weiteren Entscheidungen auch gemeinsam mit unserem Gesellschafter und Beiratskreis treffen. Was das spielende Personal angeht, habe ich ja erwähnt, wir haben bereits einen Neuzugang fixiert, das ist der Andreas Pauli aus Riesersee. Ansonsten mit Tim May haben wir den Vertrag verlängert und es haben ja auch noch 5 weitere Spieler, haben ja Verträge mit Vitali Arp, Mike Blankart haben wir während der Saison verlängert und Harry Lange, Patrick Strauch und auch Kyle Helms hatten ja bereits 2 Jahresverträge, sind also alle bereits schon für die kommende Saison fix, sodass wir ein gewisses Grundgerüst haben und 2 weitere Spieler haben mit Daniel Ketter und Dusan Frosch, sind 2 Spieler, die haben eine Option auf eine weitere Saison, mit denen werden wir jetzt in den nächsten Tagen sprechen und
denke, auch da für diese Personalien Klarheit schaffen. Und für alle weiteren Spieler und auch potenziellen Neuzugänge etc. haben wir ja auch noch ein paar Tage Zeit. Die Saison ist ja erst 4 Tage alt und vorbei. Das ist richtig. Und für andere Vereine läuft sie noch. Wenn wir da nochmal in die Halbfinale schauen, beziehungsweise dann ins Finale, wer ist für Sie Meisterschaftsfavorit? Auch wenn es schwierig ist. Weil also mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, dass eigentlich das Duell für die Löwen jetzt schon entscheidend ist, das Halbfinale, weil ich glaube, dass das Halbfinalduell jetzt zwischen dem Bremerhaven und Frankfurt im Prinzip das Entscheidende sein wird. Ich glaube, dass das momentan die beiden formstärksten Mannschaften sind und dass möglicherweise sich daraus auch der Meister bildet. Das liegt schlichtweg daran, Bietigheim hat natürlich im Moment enormes Verletzungspech, hat von der ersten Reihe oder zweiten Reihe 3 schwer verletzte Spieler, die wohl nicht mehr in den Saisonablauf einkaufen können. Ist für einen ohnehin dünnen Kader natürlich in so einer Phase schwierig. Ansonsten hätte ich natürlich auf den Topfavoriten Bietigheim weiter getippt, aber aufgrund der Verletzungsmisere könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Duell Bremerhaven gegen Frankfurt schon der zukünftige Meister sein könnte. Und ich harre mal der Dinge, die da kommen. Alles klar, sind wir gespannt. Genauso wie sich das verhält, als auch natürlich dann, wie die Planung für die kommende Saison aussieht. Wir werden das weiter beobachten. Dankeschön für den Studiobesuch und wünsche jetzt viel Spaß, weil die eigentliche Arbeit fängt ja jetzt an. Das haben wir jetzt im Laufe der Sendung gelernt. Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Ich wünsche Ihnen eine sportliche Woche. Wir sehen uns dann wieder nächsten Montag zur guten Uhrzeit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.